Hallo Leute, hier ist wieder Garthog. Willkommen zurück zu Let's Play Scribblenauts Unlimited. Ja, wir befinden uns in der Majuskel-Grotte. Und hier geht's hoch. Keine Ahnung. Guck ich mal gleich an. So, ihr habt doch bestimmt eine Quest für mich hier. Männliche Medusa. Aha. Mit Brüsten, wie wir hier sehen. Und welche Schlange? Nee? Aber du da. Ratze. Okay. Brist, ihr habt scheinbar alle keine Quest. Okay. Hallo. Noch ein Tourist. Was macht die ganzen Touristen hier? Ruderboot. Angler. Nessie. Grab. Ihr habt alle keine Quests für mich. Unerschrockene verliebte Frau. Alter, hat irgendwer hier eine Quest? Wahrscheinlich. Das sind alles keine Quests. Okay. Gut. Ah, Moment, ich war in dem Gebiet. Ich war in dem Gebiet schon, wann war ich? Egal, keine Ahnung. Graf Gänsefüßchens Schloss. Da war ich auf jeden Fall schon, das weiß ich noch. Okay. Ich war hier schon mal. Okay. Gut. Gut. Da liegt meine Kettensäge. Da war noch ein Tor. Oh, ich glaube, im Grufthaus war ich auch schon, oder? Ja, im Grufthaus war ich auch schon. Gut. Dann gehen wir ins Tintenfass-Gymnasium. Auf in die Schule! Willkommen im Tintenfass-Gymnasium. Hallo, ich bin der Holzfäller. Es sollte wirklich etwas oben auf diesem Mast sein, das man grüßen kann. Ah, eine Flagge. Wie wär's denn mit einem Unterhemd? Ja, das kann man grüßen. Genau das werde ich jeden Morgen grüßen. Hallo. Ich will alle zum Lachen bringen. Das platziere ein Tier für die Klasse in mir. Okay, ein Tier. Das Tier. Ein Jaguar. Halt. Wow. Na gut. Ups. Das wollte ich nicht. Ein Mini-Panda. Klassenhaustier. Ja, sieht fast aus wie Meerschweinchen. Ich will alle zum Lachen bringen. Okay. Funktioniert. Nein, ich gehe nicht zu Lilly, ist scheiße. Ich möchte jemanden treffen, der in der Mitte seiner Karriere steht. Der in der Mitte seiner Karriere steht. Okay, wer steht denn in der Mitte seiner Karriere? Opa. Dicker Anwalt. Ah, okay. Warum brennt da? Achso, verrückte Wissenschaft. Nee, da müsste ich meinen Tiger aufgeben. Es ist gefährlich für mich, aus dieser Spitze zu kommen. Sage der Schläger, das verletze ihn nicht. Aufbrüll. Okay. Geist. Böse Erscheinung. Okay, ja. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Untoter.
Oh, eine Mumie. Die wird's tun. Poindexter. Aha. Was bist du? Keine Ahnung. Du bist nass. Schütz mich vor dem Ball erwürfen im Völkerball. Okay, du kriegst eine, ja. Ja? Also ich kenne niemanden, also wirklich niemanden, der mit dem Völkerball da durchkommt. Niemand. Und wenn doch, dann hast du ein echtes Problem, mein Freund. Und dann spielst du mit Chuck Norris oder so. Da hast du Chuck, der hilft dir. Toll, jetzt brennt mein Atomschutzbunker. Junge. Ah, platziere etwas in meinem Topf, damit ich den Schülern zum Mittagessen servieren kann. Tut mir leid hier. Nein, ich... egal. Das war der falsche, das war der Ofen. Das ist den Ball in Ruhe, du bist gegessen. Egal. Da ist der Hamburger rausgefallen! Das hat funktioniert! Kannibalismus in unserer Schule. Oh, ich finde die Musik gerade cool. Riesiger, schmutziger Spielplatz. Nein, bleib da. Dieser Spielplatz ist langweilig. Ich könnte mal interessante Attraktionen gebrauchen. Du kriegst ein Autoscooter. Abtaste. Was ist denn Abtaste? Ich hab keine Ahnung. Ich hatte sowas in der Schule nie. So, wir haben hier schon wieder alle Splitter. Wow, das ging echt flirt. Aber wir haben ja noch hier. Hilf beim Gewinnen der Wissenschaftsmesse, indem du ein gemeines Wesen erschaffst. Warum? Ich bin Professor. Die jährliche Wissenschaftsausstellung steht an. Hilf den Schülern dabei, eine Lebensform zu erschaffen und zu gewinnen. Gib der Amöbe zuerst eine Nahrungsquelle. Alles klar, ich bin ein Wissenschaftler. Hab keine Angst. Gut. Das ist die größte Amöbe, die ich je gesehen habe. Eine Nahrungsquelle. Pizza. Sehr gut. Nun benötigst sie etwas Wärme, um vernünftig wachsen zu können. Was bist du?
Wow, sie wächst! Als nächstes sollst du ihr etwas geben, das der Körper eines solchen Wesens brauchen könnte. Kleiner, freundlicher kleiner Us. Was könnten der brauchen? Sag mal was, du bist hier in meinem Projektpartnerin. Was brauchen so ein Us? Ein Arm. Arme sind immer gut. Ich hab einen Arm erstellt, kein Bein. Jetzt beginnt es zu wachsen. Jetzt solltest du dem Weisen dabei helfen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Was? Sozialarbeiter. Ist doch der hier Job. Schichtleiter, Schulleiter. Oh, der hilft auch. Ein Lehrer. Hat den Lehrer gefri... Was? Das Wesen braucht noch einen Namen. Platziere Buchstaben auf der Leinwand und betätige den Schalter. Wie nennt man sowas? Wie heißt es denn? Alien. Ein Alien. Aha. Nein. Ich nenne es Bob. Das Alien Bob. Wer die Anspielung versteht, kriegt einen Keks. Da hast du schon. Ah. Bob. Das heißt Bob. B-O-B. Okay. Okay, tschüss Bob. Das war beängstigend. Ein bisschen zumindest. Gut. Damit... Das ist genau wie meine Schulzeit, also. Genau so sah meine Schule auch aus. Genau, besonders das hier, das sah wirklich haargenau, also. Ja, ja, die Köchin stimmt. Sportunterricht stimmt. Die Mumie, die passt hier auch rein. Der Jaguar sowieso, der Clown, der Panda und die unterhosamen Fahnenmast. Das ist absolut meine Schule. Gut. Aber wir lassen natürlich die schnöde Schulzeit hinter uns. Und werden dann in der nächsten Folge mal sehen, was wir dann machen können. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich werde eigentlich noch gucken. Das heißt... Hypenhöhle. Nein, ich will zurück auf die Weltkarte. So. Gut. In der nächsten Aufnahme gehen wir ins Fullstop Diner. Gut, damit will ich sagen, mein Name ist Gorthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und das hat keinen Sinn gemacht, der Satz. Bis dahin und ciao, ciao.